beispielsweise etwas aus etwas anderem erschaffen hat, dann hat er den Rohstoff vorerschaffen. Zum Beispiel hat er die Engel aus Licht erschaffen. Sagt man sich, wie kann er aus Licht erschaffen? Ja, wir haben es hier nicht mit einem Menschen zu tun, wir haben es mit Allah zu tun. Und er hat also vorher das Licht erschaffen, hat aus dem Licht die Engel erschaffen. So, also er schafft die Rohstoffe aus dem Nichts und er schafft die Dinge direkt aus dem Nichts. Das ist der allmächtige Gott Allah. So, wenn wir wissen, dass er diese Fähigkeit hat, dann hat er einzigartige Fähigkeiten. Der allmächtige Gott ist bei uns nicht irgendein Mensch oder irgendwie vergleichbar, sondern er ist ein deutlich getrenntes Wesen von seiner Schöpfung. Ein deutlich getrenntes Wesen von seiner Schöpfung. Er hat keine menschlichen Eigenschaften. Wenn wir beispielsweise sagen, dass der allmächtige Gott sieht, dann ist sein Sehen vollkommen anders als das Sehen von der Schöpfung. Wir können ihn nicht mit dem Sehen von der Schöpfung vergleichen. Der allmächtige Gott ist völlig einzigartig. Und man darf sich kein Bild von ihm machen. Warum? Weil wenn man sich ein Bild von ihm macht, was ja übrigens auch eigentlich in der Bibel verboten ist, was aber viele Leute heutzutage trotzdem machen, wenn man sich ein Bild von ihm macht, dann stellen wir ihn mangelhaft dar. Weil ein Bild ist etwas, was wir selber kreiert haben, aus Bildern zusammengesetzt haben, die wir selber in der Schöpfung wahrgenommen haben. Das ist eine Gotteslästerung. Deswegen darf man sich kein Bild vom allmächtigen Gott haben. Dann sagen manche Leute, ja, wie wollen wir ihn dann anbeten? Wir beten den allmächtigen Gott nicht an durch ein Bild, wir beten den allmächtigen Gott an durch seine Attribute. Wir wissen, wenn jemand unser Gehirn erschafft, wenn jemand die Fähigkeit hat, dieses ganze Universum, dieses gewaltige Universum mit all seinen Varianten zu erschaffen, dann muss er allwissend sein. Was heißt allwissend? Er hat immer schon alles gewusst und nichts vergessen. Und deswegen haben auch viele Menschen ein Problem, an den allmächtigen Gott zu glauben, weil sie mit solchen Bildern konfrontiert werden, wo also was angeblich der allmächtige Gott sein soll. Und das ist natürlich eine Gotteslästerung. Ich will damit keinen beleidigen. Und ich denke, ich werde auch keinen beleidigen, weil es wird ja niemand auf die Idee kommen, wirklich zu sagen, dass das hier, dieses Bild, sein Gott wäre. Oder zum Beispiel hier, wo dann Gott dargestellt wird als Trinität, was weiß ich hier. Und das ist natürlich eine Gotteslästerung, weil der Schöpfer ist nicht zu vergleichen mit der Schöpfung. Und wenn Sie etwas Schönes in der Schöpfung sehen, dann ist der Schöpfer natürlich unvergleichlich schöner. Aber hier, das ist ja noch nicht mal ein schönes Bild, da sehe ich ja sogar besser aus. Und das ist natürlich eine Gotteslästerung, die man lassen muss. So, also hat der allmächtige Gott einzigartige Eigenschaften. Einzigartige Eigenschaften. Wir beten ihn durch seine Eigenschaften an. Dann müssen wir wissen, was wir dann als nächstes wissen müssen, ist, wenn wir also wissen, er hat vollkommene Eigenschaften, er hat uns erschaffen, er hat alles für uns gemacht, dann müssen wir ihn alleine anbeten. Ich gebe da mal ein Beispiel. Oder ich frage Sie etwas. Wer kann Ihnen helfen, wenn Sie in der Not sind? Der allmächtige Gott oder Maria? Jeder Mensch wird sagen, der allmächtige Gott. Ja, warum betet man dann zu Maria? Wer kann Ihnen helfen, Jesus oder der allmächtige Gott? Der allmächtige Gott. Wer kann Ihnen helfen, der Papst oder der allmächtige Gott? Ja, der allmächtige Gott. Also warum betet man nicht nur zum allmächtigen Gott? Und warum betet man zu Heiligen? Und wir Muslime, das fundamentale Wissen ist, La ilaha illallah, dass man niemanden anbeten soll, außer ihm. Alleine, ohne Teilhaber. Denn das ist die Sünde, die der allmächtige Gott niemals verzeiht und vor der man sich hüten muss. Also beten wir, und das muss man sich wirklich hinter die Ohren schmieren, nur denjenigen an, der diese vollkommenen Eigenschaften hat. Und niemand anderen beten wir neben ihn an. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie betet man ihn an? Denn viele Leute sagen, ja, wir müssen dem allmächtigen Gott dienen. Fragt man sie, wie muss man ihm dienen? Dann haben sie keine Antwort. Aber ist es logisch, dass der allmächtige Gott es erschafft, dass wir ihm dienen und durch diesen Gottesdienst ins Paradies gehen und dass er uns nicht zeigt, wie wir ihm dienen sollen? Zum Beispiel gehen wir jetzt mal in die Kirche, ohne jemanden anzugreifen. Ich will keinen angreifen, sondern fragen Sie sich mal, warum spielt man auf die Orgel? Warum pfeift man die Flöte? Warum fängt man irgendwelche Lieder an zu singen? Faltet die Hände so oder macht einen Beichtstuhl? Hat Jesus das so gemacht? Hat Jesus so die Ibadah gezeigt? Woher kommt das? Das ist eine Erfindung des Menschen. Und dann, denn das, jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Punkt, das ist, wenn wir bezeugen, dass Mohammed der Gesandte des allmächtigen Gottes ist. Das bedeutet, dass wir den allmächtigen Gott
nur so anbeten, wie der allmächtige Gott gezeigt hat. Wie der Prophet, wie der allmächtige Gott uns durch das Senden des Propheten gezeigt hat. Also wie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, uns beigebracht hat. Und im Islam, jede gottesdienstliche Handlung wird detailliert beschrieben. Manche Menschen sagen, im Islam gibt es viele Meinungsverschiedenheiten. Es gibt eigentlich nicht viele Meinungsverschiedenheiten in dem Sinne. Weil die Meinungsverschiedenheiten sind nicht bei den Christen, wo man nicht weiß, was die Bibel ist. Die Septuaginta mit 66 Büchern oder die evangelische Bibel mit 73 Büchern, sondern Meinungsverschiedenheiten sind Detailfragen. Halte ich die Hände so im Gebet oder halte ich die Hände so im Gebet? Warum? Weil der eine hat den Prophet etwas so gesehen, der andere hat ihn etwas so gesehen. Aber nicht irgendwelche großen Probleme, große Meinungsverschiedenheiten. Weil das ist ein großes Missverständnis, was viele haben und sagen dann, ja, bei den Muslimen gibt es auch viele Meinungsverschiedenheiten. Wenn es irgendjemand mit einer, es gibt natürlich auch Muslime, die kommen mit irgendeiner Meinung, die im Islam völlig unakzeptabel ist. Und die kann man auch ganz schnell widerlegen mit Koran und Sunna. Denn die Quellen sind eindeutig. Das ist der Koran. Das offenbarte Wort des allmächtigen Gottes und die Sunna des Propheten Mohammed. Das heißt, dass die Handlungsweise des Propheten Mohammed, das, was er gesagt hat, das, was er gemacht hat und das, wo er zugeschaut hat und nichts dazu gesagt hat. Zum Beispiel, er sieht zwei Männer irgendetwas tun und er sagt nichts dazu. Das zeigt, dass diese Handlung erlaubt ist. Denn wäre diese Handlung nicht erlaubt, dann hätte er einschreiten müssen. So, also heißt, wenn wir bezeugen, dass Mohammed der Gesandte Gottes ist, dass wir so Gott anbeten, wie der Prophet es gezeigt hat. Und als zweites bedeutet das, dass wir an alles glauben, was er uns berichtet hat. An alles. Er sagt zum Beispiel, dass der Mensch am jüngsten Tage über eine Brücke geht, die dünner ist als ein Haar und schärfer als ein Schwert. Da sagt der Mensch, ja wie? Wie soll man über eine Brücke gehen, die dünner ist als ein Haar und schärfer als ein Schwert? Ja, aber wir dürfen nicht die Naturgesetze, die wir hier haben in dieser Welt, mit dem Jenseits vergleichen, weil dort ist alles ganz anders. Also glauben wir daran, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gezeigt hat. Und er hat uns detailliert beschrieben, was im Jenseits passiert. Nicht wie in vielen anderen Religionen, wo von Jenseits geredet wird, aber nur eigentlich keine Vorstellung davon herrschen, was da wirklich passiert. Sondern es wird detailliert beschrieben. Dann, wenn man bezeugt, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, der Gesandte des Allmächtigen Gottes, dann glaubt man daran, dass das, was er berichtet hat, dass das, was er verboten hat, dass man sich daran halten muss. Und dann glaubt man auch daran, dass das, was er geboten hat, dass man sich daran halten muss und das, was er verboten hat, dass man davon Abstand nehmen muss. Das ist die Sache, weil der Prophet kommt mit dem Koran vom allmächtigen Gott. Der Mensch braucht eine Rechtleitung. Und dieser Koran, diese heiligen Bücher, sind eine Rechtleitung für den Menschen, wie er besser lebt und wie er, die Anweisung, wie er ins Paradies kommt. Aber gleichzeitig auch kann also dieser Koran oder dieses Buch ein Beweis für den Menschen sein, nämlich wenn er nach den Geboten, die dort drin sind, handelt. Er kann aber auch ein Beweis gegen den Menschen sein, wenn er dagegen handelt. Daher weiß der Mensch ganz klar, was ist Gott gefällig, was ist ihm nicht gefällig. Zum Beispiel in der Anbetung. Manche Menschen ziehen sich nackt aus und laufen in den Fluss rein. Woher wollen sie wissen, dass das Gott gefällig ist? Andere